so spannender wie bei einer Live-Übertragung. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, Freunde, Freundinnen, Kollegen, Kolleginnen. Mein Name ist Sepp Wallstrasser. Ich darf Sie oder euch herzlich begrüßen zum zweiten Abend unserer Reihe vom Desaster des Marktradikalismus. Wir sind zwei Veranstalter, die Volkshochschule Linz und der Österreichische Gewerkschaftsbund. Wir haben im Frühling dieses Jahres diese Reihe konzipiert, weil sie, glaube ich, aktueller nicht sein kann. Es freut uns sehr, dass wir am zweiten Abend Frau Magistra Elisabeth Glatzer begrüßen dürfen. Elisabeth Glatzer ist mir persönlich bekannt aus unserer Arbeit vom ATTAC. Ich freue mich sehr, dass du hierher gekommen bist. Und ich freue mich genauso, dass Magistra Michaela Schmidt, Ökonomin und sehr engagierte Mitarbeiterin bei der Arbeiterkammer Oberösterreich, diesen Abend moderieren wird. Herzlichen Dank euch beiden fürs Kommen. Ich möchte noch, sagen, dass wir eine Unterschriftenliste durchgeben. Wer will, dass er oder sie in Zukunft von solchen Veranstaltungen gesellschaftspolitischer Art informiert wird, soll sich bitte hier eintragen. Es gibt aber keinen Zwang dazu. Danke und let's begin. Ja, vielen Dank, Sepp. Auch von mir ein herzliches Willkommen zur heutigen Diskussion. Ausgangspunkt für die heutige Diskussion ist, dass jene Politik, die zur Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 geführt hat, jetzt auf europäischer Ebene noch verschärft wird und vor allem rechtlich einzementiert wird. Mit jener Politik meint man natürlich vor allem die jahrzehntelange Deregulierung der Finanzmärkte, aber auch eine jahrzehntelange falsche Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und auch auf der europäischen Ebene. Und diese rechtliche Einzementierung, die wir momentan erleben, ist vor allem deshalb auch problematisch, weil sie weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, weil eigentlich nur noch eine kleine Minderheit jene Gesetze und jene neuen Institutionen, die im monatlichen Takt gegründet und beschlossen werden, verstehen kann und versteht. Diese Gesetze, wie sie alle heißen, Sixpack, ESM, ESFS, Fiskalpakt und so weiter. Und umso erfreulicher ist es, dass wir mit Elisabeth Glatzer heute eine Vertreterin dieser kleinen Minderheit hier haben. Elisabeth Glatzer ist, wie schon erwähnt, Vorständin von ATTAC Österreich und arbeitet am Volkswirtschaftlichen Institut für institutionelle und heterodoxe Ökonomie der Wirtschaftsuniversität Wien. Ihre Schwerpunkte sind feministische Ökonomie, geschlechtergerechte Budgetpolitik und Globalisierung. Und bereits 2011 hat sie mit Christa Schlager von der Arbeiterkammer Wien einen Artikel geschrieben zum Thema Europäische Wirtschaftsregierung, eine stille neoliberale Revolution. Und diesen Artikel und die Schwerpunkte und was sich seither auch getan hat, wird sie uns heute vorstellen und versuchen, einen Überblick über die inhaltlichen und die Auswirkungen vor allem der beschlossenen Gesetze zu geben, aber vor allem auch Perspektiven aufzeigen, wie eine andere europäische Politik möglich wäre. Zum Organisatorischen, der Vortrag wird circa eine Dreiviertelstunde dauern. Wir werden versuchen, das einzuhalten. Und anschließend gibt es dann die Publikumsdiskussion. Falls Verständnisfragen schon während des Vortrages auftauchen, bitte sofort melden und sofort die Frage stellen, aber politische Fragen oder politische Diskussionen dann anschließend in der Publikumsdiskussion. Dann bitte ich jetzt Elisabeth Glatzer um ihren Vortrag. Dankeschön. Es ist ja so, dass wenn man so einen Vortrag plant über die europäische Wirtschaftsregierung, europäische Wirtschaftspolitik, praktisch alle paar Monate irgendwie ein neuer Fokus da ist, weil neue Maßnahmen geplant werden und umgesetzt werden. Ja, wie schon gesagt, ich möchte jetzt einleitend das Impulsreferat so gestalten, dass ich einmal einen allgemeinen Überblick gebe und dann werden wir in der Diskussion in Details gehen. Was ich machen möchte heute ist einmal einen Blick auf die Eurokrise, was da vor sich geht, dann die Frage, was sind die Antworten der Europäischen Union und diese wesentliche Frage,
quasi, wohin sind wir mit diesen Antworten der EU denn unterwegs? Und als letztes dann Alternativen für eine andere Politik und für ein demokratisches, solidarisches Europa aufzeigen. Ja, wo stehen wir in Europa? Wir hören allerortens Aussagen wie, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, die Griechen so und so, wir stecken mitten in der Staatsschuldenkrise, quasi wir können uns das nicht länger leisten, der Zusammenbruch der Eurozone ist nahe, wir müssen den Gürtel enger schnallen, etc., etc. Wir kennen diese Botschaften, die permanent auf uns herunterrasseln. Und im Wesentlichen auch diese Botschaft, wie eben das Zitat von Karl-Heinz Kopf, da sagt, die tiefere Ursache für die hohe Verschuldung, die tiefere Ursache für die Krise ist die hohe Verschuldung vieler Staaten. Das ist ein Punkt, der ganz wesentlich ist, weil wie wir sehen werden, viele der Krisenmaßnahmen setzen genau hier an. So quasi das Problem sind die Staaten, die über ihre Verhältnisse leben. Und damit wird eigentlich gemeint, quasi die sozialstaatlichen Ausgaben, die wohlfahrtsstaatlichen Ausgaben sind zu hoch und daher schlittern quasi die Staaten in die Krise. Das ist eigentlich eine Umkehr der Tatsachen. Ich komme gleich noch darauf. Die Frage europäische Krisenstrategien. Ich habe bewusst hier ein quasi buntes Bild des Durcheinanders erzeugt, weil wir sind in einer Situation, dass ganz viele Maßnahmen in ganz kurzem Takt, sehr kurzem Takt beschlossen werden mit sehr wenig Möglichkeiten der Diskussion und Möglichkeiten der quasi Partizipation an der Frage, wie, in welche Richtung wollen wir denn gehen. Und das ist genau ein Kern des Problems und ein Kern dessen, was eben im Titel tituliert ist, diese stille neoliberale Revolution. Sprich, es ist tatsächlich eine Revolution in Gange, die wir gar nicht richtig fassen können, weil man immer nur Teile dessen hört, was es an Maßnahmen gibt und eben weil es sehr, sehr rasch geht. Ich werde auf einzelne dieser Aspekte eingehen. Also es ist jetzt nicht die Idee, dass ich jetzt jedes einzelne dieser Elemente im Detail erläutere, aber einige wesentliche Grundzüge möchte ich charakterisieren und dann eben die Frage stellen, ist das tatsächlich der Weg, der notwendig ist? Moment, da gibt es einen. Haben sich die Folien. Einleitend noch die Frage, noch einmal zu dieser Frage, was ist denn so der Geist, der vorherrscht? Hier ein Zitat, das schon ein bisschen älter ist, aber ich denke mir doch auf was Wesentliches zeigt, nämlich dieser Impuls, quasi der Staat muss an Macht verlieren, da ist Widerstand zu erwarten, zu lösen ist das Problem, indem man einerseits Steuern senkt, denn man braucht das Diktat der leeren Kassen, man braucht ein Defizit, das als anstößig gilt. So kann man den Staat beschneiden, vor allem den Wohlfahrtsstaat beschneiden. Das stelle ich an den Anfang, weil eine wesentliche Frage ist diese Frage oder ein wesentlicher Blick ist der Blick, diese Frage, was ist denn die Motivation hinter den Politikmaßnahmen, die getroffen werden. Da ist noch ein zweiter Aspekt, ein Zitat von Angela Merkel, das bemerkenswert ist. Wir leben ja in einer Demokratie, und das ist eine parlamentarische Demokratie und deshalb ist das Budgetrecht ein Kern des Parlaments. Und insofern werden wir Wege finden, wie die parlamentarische Mitbestimmung so gestaltet wird, dass sie trotzdem auch marktkonform ist. Zweiter Punkt. Nicht nur die Frage, quasi der Sozialstaat, Wohlfahrtsstaat ist im Zentrum dessen, auch die Frage der Demokratie, wie es die Merkel ganz
eigentlich sehr offen auch deklariert, man kann gar nicht sagen prophetisch, sondern sie deklariert, welche Politik sie verfolgt. Und dieses marktkonforme Gestalten der parlamentarischen Mitbestimmung, das ist, wie wir sehen werden, ein stückchenweise, scheibchenweise Abschneiden dessen, was an parlamentarischen Mitgestaltungsrechten in Sachen Budget und Wirtschaftspolitik da ist, beziehungsweise an parlamentarischen Gestaltungsrechten. Und hier noch ein drittes, relativ rezentes: Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank, nicht ganz unwichtig, nein, im Gegenteil, eine sehr wichtige Figur in der Frage der derzeitigen Gestaltung der wirtschaftspolitischen Governance, der quasi wirtschaftspolitischen Ausrichtung, sagt auch sehr offen, das vielgepriesene europäische Sozialstaatsmodell hat ausgedient. Jetzt ist das weniger eine objektive Anmerkung, sondern ich würde sagen eher eine Zielformulierung. Das wollen wir nicht, also von europäischen Eliten, das wollen wir nicht, das brauchen wir nicht, quasi darum geht es nicht. Und eben gerade aus dem Munde von Mario Draghi ist das auch ernst zu nehmen. So, soweit einmal der Ausgangspunkt und so das, was so an Rahmenmeinungen da ist. Jetzt ist eine ganz wesentliche Frage diejenige, was sind denn die Ursachen der Krise? Denn nur wenn man die Ursachen wirklich gut kennt, dann kann man auch adäquat reagieren und eben Maßnahmen zur Überwindung der Krise finden. Und das sind, oft wird es auch genannt, drei U's: die unregulierten Finanzmärkte, die ungleiche Verteilung von Vermögen und Einkommen und die Ungleichgewichte makroökonomischer Natur, nämlich die Leistungsbilanzüberschüsse von einigen Ländern, vor allem Deutschland, in geringem Maß auch Österreich, und auf der anderen Seite die hohen Defizite Griechenland, Spanien, auch Irland, Portugal, Frankreich etc. Der Steuerwettlauf nach unten, es kommt hier tatsächlich, so wie das Zitat auch gezeigt hat, dieser quasi Druck auf den Staat, das Diktat der leeren Kassen, Aushöhlung der Staatsfinanzierung und natürlich, wie wir in der Finanzkrise gesehen haben, dieses Problem der Finanzinstitutionen und der Banken, die quasi so groß sind, dass sie systemrelevant sind, wie es heißt, und dementsprechend mit einem nach dem anderen Rettungspaket, Bankenrettungspaket auch wieder quasi unterstützt und subventioniert werden. Das heißt, hier ein Bild der Ursachen der Krise, dass ein anderes ist als das, was wir immer hören. Und hier noch zur Unterstützung dessen die Frage: Entwicklung der Staatsverschuldung, ist das jetzt eine Ursache oder eine Folge der Finanzkrise? Und dieses Bild, das ist etwas verschwommen, aber man sieht doch deutlich, zeigt eigentlich die Botschaft, dass wir, wenn man sich anschaut, 1999 bis 2007, das sind die blauen Balken in sehr vielen Staaten, einen doch drastischen Rückgang der Staatsverschuldung zu verzeichnen haben. Das heißt, es ist etwas weit hergeholt, beziehungsweise eigentlich absurd zu sagen, dass die Ursache der Krise ist die hohe Staatsverschuldung. Es sind wenige Länder Ausnahme. Deutschland beispielsweise hat leichten Anstieg der Verschuldung. Auch Griechenland, aber andere Krisenstaaten wie Spanien, Irland, beispielsweise haben hohen Schuldenabbau. Es ist ja nicht erst seit der Krise, sondern schon quasi in den 90er Jahren und im ersten Jahrzehnt war ja Sparpolitik auf der Tagesordnung. Das heißt, das ist ein erster ganz wichtiger Befund. Bei den Ursachen der Krise geht es eigentlich um was anderes. Die Staatsverschuldung ist natürlich ein ganz wesentliches Thema und ist auch sehr ernst zu nehmen, aber die ist quasi vor allem als
Folge der Krise so hoch hinaufgeschnellt, und das hat mehrere Gründe. Einerseits die sinnvollen und notwendigen Konjunkturpakete direkt in der Krise, um eben den Absturz weiter noch zu verhindern. Dann natürlich den Steuereinnahmenausfall durch den Rückgang, den drastischen Einbruch in der Wirtschaftsleistung, und vor allem aber auch die Bankenrettungspakete quer durch die Länder, die hier dahinter stecken. Das heißt, jetzt hier dran zu schrauben und zu sagen, das Nonplusultra und die Krisenlösung ist darin, dass wir die Staatsverschuldung runterbringen, die Defizite runterbringen, ist eigentlich eine Symptomkur. Und ja, hat begrenzten Wert, weil sie eben die Ursachen nicht richtig angreift, und ein Riesenproblem, wie wir sehen werden in den gegenwärtigen Maßnahmen, ist, dass gerade diese Ungleichheit in der Entwicklung von Vermögen und Einkommen oder auch die unregulierten Finanzmärkte, das sind Themen, die sehr marginal angegangen werden, und auch die Ungleichgewichte im Sinne von Leistungshandelsbilanzungleichgewichten sind nicht im Fokus der quasi Krisenmaßnahmen. Nein, es ist ganz etwas anderes. Und ich sage jetzt schon so quasi eine Bewertung dessen ist es, die Frage ist tatsächlich sehr naheliegend, ob es hier nicht um quasi ideologisch motivierte Maßnahmen geht, so nach dem Motto einer Schocktherapie, wir sind in der Krise, es quasi alle häkeln nach, es muss was getan werden, und hier werden Maßnahmen gesetzt, die in dieser Krisensituation möglich sind und die aber eigentlich nicht die Krise lösen, sondern ganz etwas anderes, nämlich ein ideologisches Programm quasi verstärken. Und es zeigt sich ganz deutlich, dass die Rezepte, die uns in die Krise geführt haben, die werden nunmehr verstärkt. Und jetzt möchte ich als nächsten Teil ganz, nicht ganz kurz eigentlich, das ist etwas ausführlicher notwendig, aber trotzdem einmal quasi charakterisieren, was sind denn jetzt die Säulen der Krisenpolitik? Im Wesentlichen von den Maßnahmen her, ich habe es hier in drei Säulen eingeteilt. Das eine ist fiskalische Austerität. Das ist quasi verstärkter Schulden- und Defizitabbau, ja, in den, vor allem mit den Instrumenten einer Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und des Fiskalpaktes. Ich komme quasi gleich noch darauf. Dann Strukturreformen, die hingehen auf weitere Liberalisierungen, Druck auf die Löhne, so Lohnsenkungen, die Flexibilisierung, aber auch Maßnahmen wie Abbau, Beschäftigung im öffentlichen Sektor etc. etc. Also Modernisierung der Sozialsysteme, ein ganz wesentliches Stichwort dabei, das im Wesentlichen auch heißt, einen Rückbau der sozialen Sicherungen. Als zweite Säule also Strukturreformen, und die dritte Säule ist quasi, sind die sogenannten Rettungsschirme. Davon gibt es ja mittlerweile einige. Jetzt zuletzt der Europäische Stabilitätsmechanismus, der quasi auch als permanenter Rettungsschirm bezeichnet wird. Und die neue Diskussion geht eben in Richtung Bankenunion. So, die Frage fiskalische Austerität. Hier möchte ich noch kurz bleiben, denn sind hier ganz wesentliche Maßnahmen, die getroffen wurden im Fiskalpakt und zuvor auch im Stabilitäts- und Wachstumspakt, die doch einschneidende Bedeutung haben für die Möglichkeiten wirtschaftspolitischer, budgetpolitischer Gestaltung auf Nationalebene tatsächlich, also Gestaltung im Sinne von Spielräume. Diese Spielräume werden sehr
stark eingeschränkt. Ein wesentliches Element, und hier gehe ich jetzt vor allem auf den Fiskalpakt ein, der eben den Stabilitäts- und Wachstumspakt noch verschärft, ist eine Schuldenbremse, die, wie Merkel auch sagt, eine immerwährende Austerität, immerwährende Gültigkeit haben soll. Es ist ja ganz interessant, wie hier mit dem Rechtsstaat umgegangen wird. Ich weiß nicht, das ist Ihnen wahrscheinlich bewusst, dieser Fiskalpakt ist gar kein Teil im engeren Sinne des EU-Rechts, ist keine Änderung der EU-Verträge, sondern ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Der vorgeschobene Grund, warum das so gemacht wird, war immer, Großbritannien möchte ich hier nicht mitmachen, auch Tschechien hat dann irgendwie den Fiskalpakt nicht mitgetragen, daher können wir es im EU-Recht nicht machen. Aber eigentlich, wenn man sich es genau anschaut, geht es hier um ein quasi Umgehen des EU-Rechts und damit auch um ein Gehen von ordentlichen Veränderungsverfahren der EU-Verträge. Was würde ein Fiskalpakt als Teil des EU-Vertrages bedeuten? Das würde bedeuten, dass zum Beispiel in Österreich über so weitreichende Bestimmungen eine Volksabstimmung stattfinden müsste. Das würde bedeuten, dass in allen Staaten ein ordentliches Ratifikationsverfahren dieser Veränderung der Verträge stattfindet. Genau das ist hier nicht der Fall mit einem völkerrechtlichen Vertrag, der wird so quasi schnell durch die Parlamente gelenkt, und wir kennen ja die Debatte in Österreich, die kurz aufgeflammt ist vor dem Sommer, bevor es um die Verabschiedung ging. Und es ist diese Umgehung des EU-Rechts ist aus mehrerer Sicht problematisch. Einerseits, weil es eine Umgehung des EU-Rechts ist und gleichzeitig zum Teil auch tatsächlich direkt im Widerspruch mit dem EU-Recht steht. Zum Beispiel die Frage, wie bestimmte Abstimmungsverfahren ablaufen. Zum Beispiel die nicht unwesentliche Frage, wann ein Staat quasi ein übermäßiges Defizit hat. Weil die Frage eines übermäßigen Defizitverfahrens hat dann weitere Folgen, wie die Kommission oder auch der Rat quasi hier bis hin zu Sanktionen diesen Staat irgendwie unter Druck setzen können. Das ist laut den EU-Verträgen so, dass der Rat hier quasi die Entscheidung darüber hat. Im Fiskalpakt wird einfach ein anderes Abstimmungsverfahren erfunden, nämlich die sogenannte Reverse Majority, also umgekehrte Mehrheit, die de facto heißt, die Kommission hat das Recht vorzuschlagen, wann ein Staat im Defizitverfahren ist, und nur wenn jetzt alle Mitgliedstaaten binnen einer kurzen Frist, 2 Wochen, quasi mit qualifizierter Mehrheit dagegen sind, dann quasi tritt das nicht in Kraft. Klingt vielleicht jetzt wieder ein bisschen komplex, aber de facto ist es ein Transfer von wesentlichen Entscheidungen an die Kommission und steht im direkten Widerspruch zum EU-Recht. Ist möglich, weil es eben als Fiskalvertrag, also als völkerrechtlicher Vertrag gemacht wird. Inhaltlich das Wesentliche ist eine sogenannte Schuldenbremse. Das heißt, bindend immerwährend praktisch ausgeglichene Haushalte, maximale Defizite von 0,5%. Dabei ist noch ein Problem, dass die Frage, was so ein Defizit ist, oder hier gibt es den Begriff des strukturellen Defizits, der keine klar fixierte ökonomische Größe ist, sondern ein Konzept, bei dem sehr starken Interpretationsspielraum gibt. Also das heißt, Schuldenbremse, wir müssen praktisch ausgeglichenen Haushalt machen, und ob wir den haben oder nicht, da hat die Kommission sehr viel Spielraum zu sagen, das ist der Fall oder nicht. Gleichzeitig gibt es mit dem Fiskalpakt die Notwendigkeit einer automatischen Schuldenbremse, eines automatischen Korrekturmechanismus, Entschuldigung. Automatischer Korrekturmechanismus heißt, dass wenn ein Land vom Pfad ausgeglichener Haushalt abweicht, dann
muss im Land ein automatischer Mechanismus in Kraft treten, dass dieser ausgeglichene Haushalt erreicht wird. Nicht, dass das Parlament beschließen kann, quasi wir machen halt Steuererhöhungen, was immer. Dieser Mechanismus soll laut Fiskalpaktvertrag automatisch greifen. Was wird das sein? Wahrscheinlich nicht so oft automatische Steuererhöhungen, sondern wohl eher, wie wir es halt kennen aus den letzten Jahren, Jahrzehnten, automatische Kürzungen irgendwo. Ganz ausgegoren ist das noch nicht, wie das genau ausschaut, weil der Vertrag hier sehr unbestimmt bleibt und quasi die Kommission bzw. dann die Mitgliedstaaten das erst ausgestalten. Das ist ein wesentlicher Punkt, ganz wesentlicher Punkt, diese Schuldenbremse mit automatischen Korrekturmechanismen. Aber es geht noch weiter. Staaten, die ein übermäßiges Defizit haben, und ich habe ja erläutert, dass die Kommission praktisch sehr großen Interpretationsspielraum hat, wann das so ist, die können künftig nicht mehr ihre Haushalte einfach beschließen, sondern das Haushaltsprogramm, das heißt, es ist der globale Vorschlag der Haushaltsprioritäten, muss der Kommission und dem Rat zur Genehmigung vorgelegt werden. Nicht nur das Haushaltsprogramm, sondern auch quasi das Strukturreformprogramm. Das heißt, hier ein weiterer Punkt dessen, dass demokratische Grundrechte des Parlaments oder demokratische Rechte der Ausgestaltung der Wirtschaftspolitik und Budgetpolitik de facto doch leise oder weniger leise, eigentlich leise, weil es wenige wissen, quasi ausgehöhlt wird und hier eben europäische Institutionen und vor allem die Kommission ganz wesentliche Mitgestaltungsrechte kriegen. Und das, obwohl, wie wir ja am Anfang gesehen haben, die Defizite bzw. der Schuldenstand eigentlich jetzt nicht der Kern der Krise ist. Mit dieser Politik kommen wir nicht aus der Krise heraus, sondern ganz problematisch aus ökonomischer Perspektive ist, dass das, und in Griechenland sehen es wir ja direkt, dass hier dieser Weg immer weiter in die Krise reinführt. Diese permanente Kürzungspolitik schwächt die europäische Wirtschaft noch weiter, weil hier, wenn quasi der Privatsektor wenig nachfragt, fragt der Staat zumindest quasi einspringen könnte, aber das eben nicht mehr darf. Fazit also, wir haben nicht nur die immerwährende Austerität als solches, wir haben sie mit einer ganz wesentlichen wirtschaftspolitischen Problematik dessen, dass es jetzt einfach die falsche Politik ist. Was wir jetzt brauchen, um rauszukommen, sind Impulse, Konjunkturprogramme. Das ist entweder von Seiten des Staates oder eben eine bessere Verteilung der Einkommen, sodass quasi mehr Nachfrage kommt. Wir haben weiters diese Problematik der Entdemokratisierung, Aushöhlung des Parlaments. Und de facto führt das dazu, dass gerade bei den sozialstaatlichen Ausgaben gekürzt wird. Und diese immerwährende Austerität ist ein ganz wesentliches Kriterium. Ich habe es schon erwähnt, dass diese Art der Politik auf einer Ebene verrechtlicht wird, dass nicht eine neue Regierung, die kommt, quasi sagen kann, wir haben neue Prioritäten und wir gehen endlich ab von der Austerität, von dieser falschen Kürzungspolitik und machen eine Expansion oder quasi andere Wirtschaftspolitik. Nein, wir haben hier eine völkerrechtliche Verpflichtung und es zeigt sich, aus völkerrechtlicher Sicht, aus einem solchen Vertrag kann man nicht einseitig aussteigen. Das heißt, hier ist tatsächlich dieses Element, das Merkel ja im Kopf hat, quasi permanente Kürzungspolitik ist ein Element dessen, was ich gesagt habe zu Beginn, die Verstetigung neoliberaler Politik in Stein gemeißelt, damit es quasi möglichst lange hält. Das heißt, wesentliches Zwischenfazit ist, die Krisenpolitik ist keine, die tatsächlich darauf abzielt, die wirtschaftliche Situation tatsächlich zu verbessern, sondern in dem Sinne, die darauf abzielt, diesen
derzeit laufenden Konflikt um die Hegemonie, um die Frage, wer quasi Einfluss in Europa behält und wer die Richtung bestimmt, in Richtung neoliberaler Interessen sehr stark beeinflussen. Und hier müssen wir auch sehen, dass bislang, also bis vor der Krise war es eigentlich so, Europa ist gesehen worden als ein positives, als ein Friedensprojekt. Es war quasi eine Debatte da, wo es sehr, sehr schwierig war, auch die Frage zu stellen, ist diese Art der Politik vernünftig, ist das nicht gegen Arbeitnehmerinteressen etc. Da wurde man sofort als Anti-Europäer, Europäerin gebrandmarkt. Und mittlerweile haben wir eine Situation, dass sehr viele Leute und auch gesellschaftliche Kräfte zunehmend diese Dynamik entlarven und sehen, dass es nicht geht um die Frage mehr oder weniger EU, sondern es geht um die Frage, welche EU wollen wir? Diese neoliberale, an Wirtschaftsinteressen, an Interessen einer Elite ausgerichtete Politikgestaltung der EU wird zunehmend hinterfragt. Und genau in dieser Situation passiert, dass eben jetzt eine Verrechtlichung mit diesen wirtschaftspolitischen Maßnahmen vonstatten geht, die verhindern soll, dass wechselnde Mehrheiten, dass Bevölkerungsprioritäten tatsächlich auch zu wechseln, einem Wechsel der Politik führen. Und Sie haben ja beim letzten Teil, beim ersten, glaube ich, dieser Vortragsreihe gehört, was in Griechenland läuft. Und Griechenland ist so quasi der Vorreiter dessen, welche Politik eigentlich im Sinne der derzeitigen europäischen Eliten ist. Und Griechenland ist ja nicht unbedingt eines, wo sich zeigen würde, dass diese Politik erfolgreich ist, sondern im Gegenteil, es ist ja ein weiter Reinschlittern in die wirtschaftlichen Probleme und in die Krise und noch quasi höhere Staatsverschuldung etc. Soweit zur fiskalischen Austerität. Jetzt bin ich doch länger und mehr detailliert geworden, als ich anfangs geplant habe, aber ich denke mir, es ist wesentlich, so einige Charakteristika zu sehen. Zweiter Punkt der Strukturreformen. Hier möchte ich vielleicht wirklich ganz kurz bleiben bei diesem neuen und grundsätzlich guten Mechanismus der makroökonomischen Überwachung. Das heißt, hier wurde ein neuer Prozess installiert, der EU-Institutionen die Möglichkeit gibt, zu überprüfen, ob es wirtschaftspolitische Ungleichgewichte gibt, die quasi Krisen hervorrufen können. Jetzt ist das grundsätzlich ein guter Ansatz, denn es geht tatsächlich um Ungleichgewichte, die korrigiert werden müssen. Nur, das Problem ist, diese Art, wie dieser Ansatz ausgestaltet ist, der nämlich wiederum der Kommission relativ viel Spielraum lässt, ist so, dass die wesentlichen Ungleichgewichte, nämlich beispielsweise die Leistungsbilanzungleichgewichte zwischen Deutschland und den Südländern, nicht der Kern dessen sind, was geändert werden soll, sondern ein Kern, das ist in der Frage, wie die Indikatoren gestaltet sind, ein wesentliches Element ist diese Frage, sind die Lohnabschlüsse denn nicht so hoch? Das heißt, hier von diesem Instrumentarium geht ein sehr starker Druck auf die Löhne aus, also quasi Löhne müssen runter. Ohne zum Beispiel die Frage zu stellen, ist es nicht so, dass Deutschland und im Schatten dessen auch Österreich permanent quasi auf Kosten der Arbeitnehmerinnen immer zu geringe Lohnabschlüsse hat und damit erst die Ungleichgewichte hervorruft. Genau diese Aspekte sind nicht der Kern der Maßnahmen. Zur Frage der Bankenrettung. Das ist nicht das Hauptthema, da können wir dann vielleicht in der Diskussion eingehen, falls es da wesentliche Fragen und Interesse gibt. Zusammenfassend Wirkung und Kern der Maßnahmen. Ich habe mehrfach schon erwähnt, eben dieses Primat des Sparens als oberste Leitlinie. Fokus auf Schulden und Defizite, obwohl das gar nicht die wesentliche Krisenursache ist, der Druck auf die Löhne, de facto eine weitere Umverteilung von unten nach oben, Angriff auf den Sozialstaat,
mit zunehmend, wenn jetzt diese Schuldenbremsen wirken, die Problematik quasi, wo zu wenig Geld etc., weitere quasi Rechtfertigung für Privatisierungen, Ausgliederungen und ganz wesentlich ist auch eine Kernfrage, ist die Frage der Rolle und der Macht der Gewerkschaften. Und ich finde es ja so bedauerlich, dass beispielsweise in Österreich diese Debatte um den Fiskalpakt auch so gelaufen ist, dass es sehr schwer möglich war, tatsächlich eine breite Mobilisierung gerade von Seiten der Gewerkschaften auch zustande zu bringen. Vielleicht auch nicht zufällig, die Frage, ich möchte nur daran erinnern, der Fiskalpakt, die tatsächliche Aushandlung des Fiskalpaktes ist in praktisch 1,5 Monaten passiert. Von der öffentlichen Ankündigung, dass der Fiskalpakt gemacht wird, kurz vor Weihnachten übrigens, im Dezember, bis zur tatsächlichen Unterschrift sind nicht einmal 3 Monate vergangen. Das heißt, es ist hier eine Dynamik, es wird hier eine Hektik erzeugt, wo es auch sehr schwer möglich ist, tatsächlich aktiv zu werden. Und wir gerade von Seiten von ATTAC und anderen zivilgesellschaftlichen Bewegungen haben ja versucht, relativ viel zu mobilisieren, aber dieser Zeitdruck und einerseits der Zeitdruck, aber auch diese fehlende Bereitschaft, gerade auch von gewerkschaftlicher Seite hier quasi fortschrittlicher Seite hier Gegenmacht aufzubauen, hat eben nicht ausgereicht, um hier den Druck aufs Parlament zu verstärken, sodass sie nicht, wie es eben war, quasi ihre eigene Entmachtung oder Machtkürzung zustimmen. Es ist ja übrigens sehr schön, hier zu sein, weil die einzige Sozialdemokratin, die dagegen gestimmt hat, ist eine Oberösterreicherin. Nicht? Insofern ist ja zumindest ein Hoffnungsschimmer da. Gut, also diese Frage Aushöhlung der demokratischen Rechte und die hohe Regelgebundenheit. Das hat System. Die Politik, der Politik die Hände binden. Das ist ein ganz wesentliches Element der neuen Regelungen und die Übertragung auf nicht demokratisch legitimierte Institutionen, vor allem die Europäische Kommission, die sozusagen als Hort der neoliberalen Interessen gesehen wird und in der Europäischen Kommission übrigens auch nicht gleichmäßig alle, sondern ein relativ enger Kreis, nämlich die Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen, die in der Krise sehr stark aufgewertet worden ist, der Kommissar etc. sehr viel mehr Macht bekommen hat. Das heißt, ein kleiner Kreis von Bürokraten, der mit diesen Regelungen sehr starken Einfluss darauf hat, quasi was wirtschaftspolitische Prioritäten sind oder wie wirtschaftspolitische Prioritäten einzuschätzen sind. Und leider völlig verabsäumt bei praktisch allen Maßnahmen vom Fiskalpakt über Stabilitätspakt, makroökonomische Überwachung bis hin auch zu quasi Bankenrettung, ESM etc. Das Parlament bleibt außen vor. Das Parlament, die Beteiligung des Europäischen Parlaments wäre eine Chance, zumindest einen Teil dieser Aushöhlung der Demokratie auf nationalstaatlicher Ebene durch europäische Demokratisierung wieder wettzumachen. Aber eben, es passiert eigentlich das Gegenteil. Und wir haben eine Situation, dass diese Prozesse, diese neuen Entscheidungsprozesse gerade innerhalb der Kommission und zum Teil mit dem Rat sehr, sehr intransparente Prozesse sind. Das heißt, intransparente Prozesse für ganz heikle wirtschaftspolitische Entscheidungen, ohne die Möglichkeit, demokratisch Einfluss zu nehmen oder auch nur zu kontrollieren. Gut, soweit der Status quo. Übrigens, wir können es dann vielleicht diskutieren, ich habe jetzt erzählt über Maßnahmen, die praktisch bereits durch sind, eben Sixpack, also die Regelungen im EU-Recht und vor allem der Fiskalpakt, der demnächst auch in Kraft, also 2013 in Kraft treten wird, wie es aussieht, auch nach dem Urteil des deutschen Verfassungsgerichtshofs sind praktisch keine Barrieren mehr da. Es ist allerdings so, dass das nicht das Ende der Geschichte ist, sondern ich würde fast sagen, der Erfolg macht sie übermütig.
denn quasi es ist schon die nächste Etappe der Verschärfung geplant. Stichworte dazu sind Bankenunion und vor allem Fiskalunion. Fiskalunion, die quasi zu einer, wir wissen noch nicht genau, wie sie aussieht. Wir werden Mitte Oktober einen Zwischenbericht bekommen und Ende Dezember soll dann praktisch bereits beschlossen werden, was die neue Etappe ist. Hier wird von der sogenannten, vom Quartett, genau, also vom Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Präsident des Europäischen Rates, der Präsident der Europäischen Kommission etc. derzeit wiederum so im üblichen Stile, ganz im geheimen Kämmerlein, quasi werden die nächsten Maßnahmen ausgearbeitet, die dann wiederum quasi kurz vor Beschluss an die Öffentlichkeit dringen. Und es ist nicht unbedingt zu erwarten, dass hier jetzt endlich sinnvolle Maßnahmen getätigt werden, sondern was man so hört in Bezug auf Fiskalunion, wird es weiter um diese Frage gehen, noch weitere Einschränkung dessen, was an quasi fiskalischen Möglichkeiten der Staaten da ist. Ja. Nur soweit, wir müssen unsere Ohren weiter aufsperren und wachsam sein und schauen, eben in diese Debatte auch einzugreifen. Gut, ich habe anfangs bzw. mehrfach betont, es ist die falsche Politik und diese Politik führt uns auch nicht aus der Krise, wie wir sehen, sondern eben weiter hinein. Also ist die Frage, wo muss man denn ansetzen? Ein wesentlicher Punkt, zumindest kurzfristig anzusetzen, ist die Frage der Staatsfinanzierung. Denn wir sehen ja, dass also gerade diese Schwierigkeiten Griechenlands oder auch Spanien etc. sehr stark auch durch die Frage der Zinsbildung, also der Preisbildung für Staatsanleihen am Markt geschieht, wo eben hier eine gewisse Dynamik entsteht und Abwertungen etc., die Zinsen in eine unfinanzierbare Höhe treiben. Das heißt, ein wesentlicher Ansatz ist die Frage, wie können wir Staatsfinanzierung auch so weit von den Märkten entkoppeln, dass quasi sinnvolle Politik möglich ist. Da gibt es verschiedenste Vorschläge und es wäre eigentlich relativ einfach zu machen. Ich möchte vielleicht als Nebenbemerkung sagen, dass die derzeitige Politik der Europäischen Zentralbank, nämlich die Ankündigung quasi hier einzugreifen und Staatsanleihen aufzukaufen, grundsätzlich positiv ist. Ich meine, das wäre gut gewesen, wenn das quasi zu Beginn der Griechenland-Krise der Fall gewesen wäre. Es ist allerdings aus mehreren Gründen zu kurz gegriffen, vor allem, weil was die Europäische Zentralbank macht, ist, sie kauft am Sekundärmarkt. Das heißt, sie kauft die Anleihen von den Finanzakteuren, die damit quasi einen guten Gewinn machen können und durchbricht nicht dieses grundsätzliche Problem dieser Abhängigkeit von den Finanzmarktakteuren. Wir könnten uns in Europa, in der Eurozone, sehr viel ersparen, wenn wir darüber nachdenken, dieses derzeit noch vorherrschende Grundprinzip, dass Staaten quasi nicht von der EZB direkt garantiert werden können etc., wenn wir dieses Prinzip endlich durchbrechen. Ich sage jetzt nicht unlimitierte Staatsfinanzierung, aber auf jeden Fall eine Überlegung von Mechanismen, wie die EZB hier eine Garantierolle spielen kann oder direkt Anleihen kaufen kann unter gewissen Bedingungen. Zum Beispiel eine Bedingung könnte sein, eine gewisse Steuerquote. Das heißt garantieren der quasi Staatseinnahmenseite. So, wenn die Staaten über eine quasi gewisse Schwelle der Steuerquote drüber sind, dann werden Schulden von der EZB garantiert, etc. etc. Also hier gibt es Möglichkeiten der Gestaltung. Regulierung der Finanzmärkte, ich gehe hier nicht näher darauf ein. Ein Faktum ist, dass was wir sehen in Europa, es gibt zwar eine Reihe von Maßnahmen, allerdings sind die meisten Vorschläge
im Prozess der Gesetzwerdung sehr verwässert und de facto fehlen uns noch immer ganz wesentliche Eckpunkte, nämlich eine scharfe Regulierung der Finanzmärkte mit Verbot gewisser hochspekulativer Produkte, eine quasi Verhinderung, dass dieses Bailout quasi immer trägt, nämlich eine Verkleinerung der Finanzinstitutionen, Zurückstutzen der Finanzindustrie auf die Finanzierungsrolle und längerfristig, nicht unbedingt kurzfristig, aber längerfristig auch diese Frage der Rekapitalisierung der Banken, sodass quasi ein besserer Polster für Krisenzeiten da ist. Wir brauchen einen weiteren Ansatz, wo nichts passiert, und das ist eigentlich sehr skandalös, eine verstärkte Koordinierung der Steuerpolitik. Harmonisierung der Unternehmensbesteuerungssätze, also der Unternehmensbesteuerung, wäre eine effektive Maßnahme in Europa sicherzustellen, dass der Steuerwettlauf nach unten unterbrochen wird. Könnte relativ leicht auch durchgeführt werden. Das ist derzeit nicht in Debatte und ist auch keine Konditionalität, beispielsweise für Irland, die ja quasi diesen Wettlauf nach unten ganz extrem vorantreibt. Die Frage anderer Steuern, Schließung von Steueroasen etc. Diese Frage, was jetzt auch ganz wesentlich wäre, wäre eigentlich Investitionen, um die Nachfrage anzukurbeln. Aber wir sind leider in einem Paradigma, das uns seit Jahrzehnten schon eingebläut wird und die Elite noch immer glaubt, so quasi, es geht um die Angebotsseite, es geht um die Frage Wettbewerbsfähigkeit etc. und die Nachfrage spielt keine Rolle. Nur mit den entsprechenden Auswirkungen. Stärkung des EU-Haushaltes, die öffentlichen Einnahmen habe ich schon gesagt, ein sozialer bzw. realwirtschaftlicher Stabilitätspakt. Hier gäbe es viel zu tun, koordinierte Lohnpolitik in Europa, warum nicht die Einführung einer Lohnregel, es werden so viele Regeln, die Einführung einer Lohnregel, die besagt Lohnsteigerungen im Ausmaß der Produktivität. Darunter gibt es Sanktionen, so wie es jetzt Sanktionen gibt für zu hohe Defizite etc. Sicherung von Mindeststandards, ganz wesentlich. Finanzausgleichsmaßnahmen, das heißt, es bräuchte mehr Fiskalpolitik in Europa, aber Fiskalpolitik heißt Gestaltung, heißt Steuerpolitik oder Finanzausgleich und heißt nicht so, wie das Wort jetzt missverstanden wird, quasi kürzen und beschneiden. So, und jetzt zum Schluss noch, quasi ich habe schon sehr lange geredet, diese Frage, eigentlich die wir uns alle stellen müssen, was können wir für ein soziales und gerechtes Europa tun? Und ich denke, es ist ganz, ganz wesentlich, es tut sich ja einiges, es wird vieles gemacht, es geht darum, diese Mobilisierung, diese Gegenöffentlichkeit zu schaffen, diese Dogmen, die bestehen, die ich genannt habe am Beginn, so quasi, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt etc., Gürtel enger schnallen, all das, es gilt, all diese Dinge zu durchbrechen und das ist nur eine quasi gemeinsame Arbeit, Mobilisierung, gemeinsam in Bewegung kommen, auch gezielte Kampagnenarbeit. Wir von ATTAC haben es zum Beispiel beim Fiskalpakt versucht und auch Alternativen formuliert, Sozialpakt statt Fiskalpakt etc. Es ist einiges an Bewusstseinsarbeit gelungen, aber eben nicht so weit, dass wir es verhindern konnten vor dem Parlament. Quasi dieses Trampeln auf Demokratie, Solidarität und Sozialstaat läuft leider weiter. Nichtsdestotrotz ist es wesentlich, auch weiter quasi und dran zu bleiben. Und ich habe hier nur als ein Beispiel so einen quasi eine gemeinsame Initiative auch von gewerkschaftlichen Seiten, sozialen Bewegungen etc. genannt, nämlich dieses Europa neu begründen. So diese es ist eine Unterschrifteninitiative übrigens, wo es darum geht, in einem Aufruf klar zu sagen, stopp, hier nicht mehr mit uns, nicht mehr diesen Weg weiter, nicht den Weg des Fiskalpaktes, nicht den Weg der Austeritätspolitik, der falsche Weg ist, der weiter in die Krise führt. Nein, wir brauchen ein anderes Europa, ein Europa der Solidarität und Demokratie.
Und gerade jetzt, ich habe ja angedeutet, dass neue Vorschläge kommen, die wahrscheinlich, eben diese Fiskalunion, Bankenunion etc., die wahrscheinlich diesmal eine Änderung der Verträge notwendig machen werden. Gibt es Überlegungen oder ist ein Ansatz zu sagen, wir wollen unser Europa, dieses andere Europa quasi definieren auch mit einem Demokratiepakt, einen Solidaritätspakt, einen durchaus auch einen Lohnpakt etc. und hier gemeinsam Alternativen in die Debatte zu bringen. Das ist ein ganz, ganz wesentliches Element, um quasi weiterzukommen und diesen falschen Weg derzeit zu stoppen, diese Alternativen in Debatte zu bringen und zu zeigen, es gibt nicht nur ein Europa, es gibt nicht nur das falsche Europa, sondern wir brauchen Europa, aber ein Europa der Solidarität und der Demokratie. Danke. Ja, Elisabeth, vielen Dank. Mir wurde zugestanden, auch kurze Verständnisfragen zu deiner Präsentation zu stellen und ich habe zwei kurze Fragen, die vielleicht für alle auch interessant sind. Die erste ist, du hast meines Erachtens richtigerweise von Kürzungspolitik und Austeritätspolitik gesprochen und nicht von Sparpolitik. Das ist der Ausdruck, den man ja in den Medien und auch von politischer Seite eigentlich hört. Und vielleicht kannst du noch mal kurz erläutern, warum gerade in den Krisenländern eigentlich ein Sparpaket nach dem anderen eingeführt wird, die Arbeitslosigkeit steigt, die Löhne sinken, also eigentlich alles nach Plan läuft und trotzdem die Schuldenstände steigen. Und die zweite kurze Frage, die vielleicht auch ein Ansatzpunkt ist in Richtung Perspektiven. Du hast davon gesprochen, dass das Europäische Parlament außen vor bleibt bei all diesen Maßnahmen und da einfach die Frage, was sagt das Europäische Parlament selbst zu seiner Entmachtung? Das Erste, alles läuft nach Plan. Ja, ein wesentlicher Punkt meines Referats war ja auch zu zeigen, dass der Plan eigentlich kein Plan ist, jetzt primär die europäische Wirtschaft zu stärken oder primär Beschäftigung zu schaffen, sondern der Plan der europäischen Eliten ist einer, ihre Macht zu festigen und dieses neoliberale Regime zu festigen. Dieser Plan funktioniert perfekt. Dass es da sozusagen die Kollateralschäden gibt, dass die Beschäftigungs-, die Arbeitslosigkeit in unglaubliche Höhen steigt, ist sozusagen, ist nicht primär der Plan. Das heißt, das Fazit dessen, was mir wichtig ist auch. Und das andere ist der Punkt, dass diese Art der Politik kann auch nicht funktionieren, kann auch keine Beschäftigungssteigerung oder Wirtschaftswachstum bringen. Denn es geht ja darum, auf allen Seiten quasi die Nachfrage zu kürzen. Über die Lohnkürzungen, wenn die Mindestlöhne, Sie haben das ja vor ein paar Wochen gehört in dem ersten Vortrag, wenn die Mindestlöhne radikal gekürzt werden in Griechenland, wenn quasi die öffentliche Beschäftigung, also viele Leute ihren Job, die öffentliche Beschäftigung drastisch gekürzt wird, wo soll dann die quasi Nachfrage herkommen? Und wenn es keine Nachfrage in der Wirtschaft gibt, dann ja, ist es schwierig auch irgendwie rauszukommen. Zusätzlich noch natürlich brechen die Steuereinnahmen ein in Griechenland. Jetzt wird so zum Teil getan, als wäre das überraschend, dass die Steuereinnahmen runterrasseln. Wenn die Leute weniger verdienen, keine Jobs haben, nicht produziert wird, dann ist das eine logische Folge. Und es zeigt sich nur, dass dieser Kreislauf quasi ja, nach Plan läuft, nämlich nicht funktionieren kann, dass jetzt tatsächlich dass man aus der Krisensituation rauskommt. Das ist das eine. Die zweite Frage war das Europäische Parlament. Ja, ich meine, das ist auch diese quasi Schockstrategie. Man muss schon sagen, dass das Europäische Parlament die entsprechenden konservativen Mehrheiten auch hat. Das ist das eine. Das andere ist, dass sehr wohl das Parlament auch gerade beim Fiskalpakt auch quasi eine Petition, zumindest die Vorsitzenden der Fraktionen, eine Petition verabschiedet haben, in dem sie sich sehr stark dagegen ausgesprochen haben. Nur diese Stimme ist
praktisch irrelevant, weil das Parlament dadurch, ich habe ja erläutert, der Fiskalpakt ist völlig außerhalb der Verträge, praktisch keinerlei Mitspracherecht gehabt hat. Weder in, auch informell nicht, aber vor allem auch formal nicht. Ja, und es war auch interessant, Karas eigentlich, also der ÖVP-Abgeordnete, hat sich auch sehr scharf gegen den Fiskalpakt und die Aushöhlung der demokratischen Rechte ausgesprochen in einer Aussendung. Nur offenbar zeigt das auch, dass er halt kein Gewicht in seiner Heimatpartei hat. Das ist auch ungehört verklungen praktisch. Ja, ich würde vorschlagen, wir sammeln jetzt immer jeweils drei Publikumsfragen. Ich würde Sie einfach bitten, damit so viele Fragen wie möglich noch gestellt werden können, Sie kurz zu halten und relativ schnell auf das Wesentliche zu kommen. Und wir werden dann drei Fragen sammeln und dann beantworten. Das ist gerade Pinter, mein Name. Meine erste Frage ist folgende. Wieso haben eigentlich die Parteien überhaupt kein Gewicht mehr? Wir haben 70-80%, also ich weiß nicht, 40% oder 30% sind Sozialdemokraten, 30% sind der ÖVP angehörig und. Ich höre da keinen Widerstand. Ich höre nur, oben stehen zwei glühende Europäer und die glühenden und das wird sozusagen in keinster Weise hinterfragt, sondern okay, das Alternativszenario ist Heulen und Zähneknirschen, es fallen tausende Millionen Arbeitsplätze weg und. Das ist alles, was man hier hört. Warum gibt es hier keine ordentliche Diskussion, was hier wirklich passiert? Das ist Frage 1. Und dann zweitens, ich glaube, es gibt noch andere Alternativen auch. Es gäbe zum Beispiel eine aggressivere Alternative, das einmal zu hinterfragen. Warum ist der US-Dollar unbedingt die Leitwährung? Warum können wir mit Euro nicht zum Beispiel die Erdölrechnungen bezahlen? Das würde sehr wohl massive Auswirkungen haben. Oder die andere Alternative ist, hat ein Europa in dieser Konstellation überhaupt Sinn oder macht es nicht Sinn, dass wir wieder runtergehen in kleinere Einheiten? Wenn man die Geschichte anschaut, sind solche großen Staaten meistens schneller explodiert, als man geglaubt hat. Die tausendjährige Reiche haben relativ wenig lang gedauert. Gott, danke. Karin Gegenburger, grüß Gott. Ich wollte den Vorschlag machen, dass Sie die Begrifflichkeiten, mit denen operiert wird, wie Marktradikalität und Neoliberalismus überdenken, weil ich finde, wenn man sich anschaut, womit wir es zu tun haben, dann gibt es die EU, mit der die Normalverbraucherin konfrontiert ist und von unten nach oben gesehen, finde ich, dass wir in einer totalen Planwirtschaft und Bevormundungswirtschaft Bevormundungsumgebung leben. Und dann gibt es eine Parallelwelt der Global Players, wo eine hauchdünne Schicht sich alles richten kann und keiner Regulierung unterworfen ist. Das heißt, zu sagen, wir leben in einer marktradikalen und neoliberalen Welt, erklärt eigentlich nicht wirklich, was es ist. Und ich habe eher den Eindruck, dass die EU-Eliten daran arbeiten, einen kommunistischen Superstaat zu etablieren. Und dann tut der oberste Sowjet in Brüssel halt entscheiden, was für uns gut ist. Und dann braucht man nicht mehr darauf zu achten, was wir eigentlich wollen. Insofern finde ich es sympathisch, dass Sie für ein... dass sie Europa neu begründen wollen, aber ich frage mich schon, wozu brauchen wir dann die EU? Ich brauche sie nicht. Ja, Fridolin Walter, Pensionist. Ich wollte fragen, als erstes, weil Sie den völkerrechtlichen Vertrag angesprochen haben und dass das EU-Recht umgangen worden ist, ist dann die EU überhaupt Vertragspartner oder ist es, mit wem ist das der Vertrag dann geschlossen worden? Hätte mich interessiert. Und was die Mobilisierung betrifft, wollte ich ein bisschen kritisch hinterfragen. Ich, seit ATTAC gegründet worden ist, habe ich mich eigentlich immer wieder erkundigt, gibt es in Österreich überhaupt ATTAC oder so? Na, das ist schon geklärt. Aber ich finde, sie existiert weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wahrscheinlich wird es auch von der Boulevardpresse ignoriert, aber Sie haben das auch irgendwie angedeutet, dass
der ÖGB sich da auch nicht besonders stark macht, obwohl der bei ATTAC vertreten ist. Ich habe mich schon manchmal gefragt, ob der ÖGB da sozusagen eine Kontrolle ausüben will bei ATTAC oder ob die Vertreter vielleicht so eine progressive Feigenblatt-Funktion ausüben. Aber richtig öffentlich, ich glaube, wenn der Präsident sich da irgendwie zu Punkten äußert, dann ist das eher Zufall, scheint mir. Ja, soll ich? Vielleicht kurz zum Letzten, also dass Sie gerade sagen, hier in Linz oder Oberösterreich, quasi hört man nichts von ATTAC, das verwundert mich, weil gerade hier sehr viele Aktivitäten sind. Vielleicht schließen Sie sich da an eine sehr starke quasi Gruppe auch. Aber natürlich ist es ist nur eine Gruppe unter vielen auch, die versuchen, quasi Alternativen und eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Aber natürlich ist das auch ein Kampf gegen ja, sehr mächtige quasi Gegenpartner, aber trotzdem Stück für Stück. Ich möchte zu dieser Frage, haben die Parteien denn kein Gewicht mehr? Ich meine, Sie haben es in dieser ersten Frage, Sie haben es eh selber gesagt, sozusagen, die oben stehen, machen was. Und ich habe es nur wirklich mit weinendem Auge gesehen, dass ein wesentlicher Grund, warum in der Sozialdemokratie nicht gegen diesen Sozialpakt zu mobilisieren war oder auch nicht in der Gewerkschaft, war halt, weil der Herr Bundeskanzler in Brüssel quasi das unterzeichnet hat, bevor er überhaupt verstanden hat, worum es da geht oder bevor ihn irgendjemand beraten hat können. Und man darf halt dem werten Herrn nicht in den Rücken fallen. Nicht? Wenn solange die Zustände so sind, ich bin jetzt weder innerhalb der Partei noch der Gewerkschaft, ja, kommen wir halt dorthin, wo wir kommen und kommen dann leider zu spät drauf, dass das genau entgegen der Interessen der Gewerkschaft ist und zu Lasten unser aller und vor allem der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen geht. Das ist wirklich ein Drama. Und da haben wir gerade von ATTAC auch versucht, in Einzelgesprächen mit verschiedenen Gewerkschaftsfunktionären und de facto war es immer die Bottomline, also die Grundmessage, ja, stimmt ja alles, aber wir können nicht, weil quasi, weil man darf ein Jahr vor den Wahlen irgendwie nicht sein Gesicht verlieren. Wie gesagt, ich kann nicht mehr sagen, außer von außen, da ist wirklich die Frage auch von innen, wie ist der Zustand der Organisationen und wie weit steht es da um kritische Diskussionen etc. Einen Punkt zwei Punkte noch. Das eine ist diese Frage, hat Europa Sinn, beziehungsweise Bevormundung, ja mag sein. Nichtsdestotrotz, ich glaube, in der gegenwärtigen Situation, auch in dieser Situation der Globalisierung, ist natürlich ein Befund, die EU geht derzeit den falschen Weg und nicht erst seit der Krise. Es ist nur vorher, war das so quasi mehr kamoufliert, irgendwie nicht so klar, aber de facto geht die EU schon einen Weg der quasi Liberalisierung und Flexibilisierung, um wesentliche Pfeiler der neoliberalen Ideologie zu zeigen, schon auch davor. Und auch die WWU, die Art der Schaffung der Wirtschafts- und Währungsunion mit einer Zentralbank, die völlig abgekoppelt ist von irgendwelchen beschäftigungspolitischen Zielen oder Wachstumszielen, nur Geldwertstabilität. Diese Art der Wirtschafts- und Währungsunion, die quasi nur mehr die Lohnpolitik als flexible Schraube lässt, quasi und flexible Schraube in dem Sinn nach unten, falls man nicht wettbewerbsfähig ist, das ist bereits ein Ausdruck einer gewissen Ideologie. Nur war es zu der Zeit der Gründung der Wirtschafts- und Währungsunion nicht so klar sichtbar und vor allem nicht so klar diskutierbar für breitere Schichten. Das heißt, insofern ist das der falsche Weg. Diese EU ist problematisch, nichtsdestotrotz, und ich glaube, das ist auch, oder hoffe, ist auch klar rausgekommen, wir können unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen gewisse Maßnahmen und auch fortschrittliche Maßnahmen nur schaffen, wenn es auf EU-Ebene passiert. Gewisse Rahmenbedingungen. Das heißt nicht, dass ich sage, alles auf EU-Ebene. Ich glaube, bei einem Europa neu denken, müssen wir auch darüber nachdenken, was Sinn macht, tatsächlich auf regionaler Ebene zu machen. Es wird wirklich zu viel auch an die EU ausgelagert. Aber gewisse Dinge, wie zum Beispiel Steuerkoordinierung,
Schließung der Steueroasen. Wie zum Beispiel die Frage von Regulierungen, Finanzmarktregulierungen, Einführung einer Finanztransaktionssteuer etc. Das geht nur auf EU-Ebene zu den gegenwärtigen Bedingungen in diesem liberalisierten Umfeld. Und die EU ist groß genug, um quasi nach innen eine andere, sinnvolle, fortschrittliche, Arbeitnehmerinnen, sozial orientierte Politik zu machen. Ein einzelner Staat, Österreich so und so nicht, aber auch Deutschland käme bald in Schwierigkeiten. Ein einzelner Staat kann es nicht aufgrund der Wettbewerbssituation, aber die EU könnte es. Daher sehr wohl sinnvoll, Europa hat auf jeden Fall Sinn, also die EU hat Sinn, aber eine ganz andere. Und das geht es endlich auch in die öffentliche Debatte zu bringen. Es geht nicht nur um Europa, ja oder nein, sondern es geht um dieses andere Europa. Fühlen alle Entschuldigung, der völkerrechtliche Vertrag. Genau. Das war noch, ja, genau, wusste. Die Frage völkerrechtlicher Vertrag. Die Vertragspartner sind nicht die EU, sondern die Mitgliedstaaten. Quasi 27 minus 2, das heißt ohne die Mitgliedstaaten, ohne Großbritannien und Tschechien. Und das Interessante ist aber, dass eigentlich dieser völkerrechtliche Vertrag zwar völlig außerhalb vom EU-Recht beschlossen wird, aber so tut, als wäre er Teil, wenn es darum geht, der Kommission Macht zu geben oder auch dem Europäischen Gerichtshof. Denn zum Beispiel im völkerrechtlichen Vertrag, das habe ich nicht erwähnt, zum Beispiel kann der Gerichtshof jetzt auch, wenn die Kommission es wünscht, überprüfen, ob die Staaten diesen automatischen Korrekturmechanismus oder die Schuldenbremse wohl richtig scharf machen. Also der EuGH hat hier das Recht, quasi zu judizieren, Recht zu sprechen, ob das denn wirklich der Mechanismus gut funktioniert, nämlich der quasi Runterkürzungsmechanismus. Und kann auch eine Strafe von bis zu 0,1% des BIP verhängen, falls der EuGH meint oder die Kommission meint, das ist nicht scharf genug. Also das heißt, das Absurde ist, dass einerseits so getan wird, es ist außerhalb völkerrechtlicher Vertrag und andererseits diese Organleihe passiert. Das heißt, direkt die Organe der EU tätig werden. Insofern ein weiterer Aspekt dessen, dass es quasi eine Umgehung eigentlich ist mit den ganzen EU-rechtlichen Problemen. Also es ist wirklich eine absurde Konstruktion und juristisch sehr, sehr bedenklich. Da gibt es sehr viele Punkte, warum das EU-rechtswidrig wäre. Nur das Problem ist, das wird niemand quasi judizieren. Daher passiert es einfach. Dann darf ich um die nächsten drei Fragen bitten. Institutionen Europas.
Vortrag zwei Punkte, und zwar Sie sagten, die Steuern sind gesenkt worden. Betrifft das Europa oder Österreich? Für Österreich sind sie erhöht worden. Also was die Lohnsteuern betrifft, sind 2009 waren wesentlich höher als 2006. Und zwar in allen drei Kategorien. Die Nullkategorie natürlich ausgenommen. Das zweite war, Sie müssten eigentlich fröhlich und glücklich sein, dass es in Frankreich Wahlen gegeben hat. François Hollande investiert ganz großzügig in Wirtschaftsprojekte, also staatliche Investitionen. Und das dritte ist, wie sehen Sie denn Europa in dieser Krise im Kontext mit der Weltwirtschaft? Also wenn man die Demografie anschaut und die Wirtschaftszahlen, ist Europa eigentlich schon vernachlässigbar. Also wie können wir konkurrieren mit Asien, mit den Ölstaaten und mit den Schwellenländern wie Brasilien, Argentinien? Wahrscheinlich nur so, indem entweder, dass die Länder unsere Standards annehmen, das war kaum zu erwarten, oder bei uns, wir nehmen deren Standards an. Oder es trifft sich irgendwo in der Mitte wie ein kommunizierendes Gefäß. Also wie sehen Sie diese Geschichten? Danke. Ja, mein Name ist Erhard Glötzl. Eine Maßnahme ist mir abgegangen, und zwar die des Trennbankensystems, das heißt also die Trennung in Investitionsbanken und Geschäftsbanken. In Europa tut sich da gar nichts, in den USA ist man wenigstens einen Minischritt in diese Richtung gegangen, die ja ursprünglich von Roosevelt im Jahr 1933 erfolgreich eingeführt worden ist. Zu dem letzten ad hoc, ja, völlig richtig, ist eigentlich eine Auslassung, gehört absolut dazu, ganz wesentlich. Zu den Steuern, ja, es ist eine Frage, welche Steuern, wo wir diesen enormen Steuerwettlauf nach unten haben, ist bei den Unternehmenssteuern. Und das ist ein Bereich, also das heißt, wir haben eine Verschiebung. Ja, Lohnsteuern werden bekommen sie gemeinsam mit den indirekten Steuern, Mehrwertsteuern, ein größeres Gewicht. Das heißt, es ist eine Verschiebung der Steuerlast hin zu eigentlich den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, während eben Vermögensbesteuerung runterrasselt, aber gerade auch die Unternehmensbesteuerung. Das heißt, danke für diese, es geht auch darum, präzise zu schauen, was wo ist. Ja. Zur Frage, ja, diese Vorstellung, wo und wie, natürlich ist es wichtig, dass auch, Sie haben einen ganz wesentlichen Punkt angesprochen und im Wesentlichen etwas, also ein Punkt ist die Frage, wir wollen uns in den bestehenden quasi Prozessen bewegen. Das heißt, was wäre Europa neu begründen, müsste man eigentlich sagen, es braucht einen europäischen Konvent. Das heißt, ein Forum, das nicht nur von den europäischen Eliten quasi bestickt wird, dass die quasi beschließen, was gemacht wird, sondern ein breiter zivilgesellschaftlicher Konvent, wo es eine breite Debatte darüber gibt, welches Europa wollen wir. Das wäre sozusagen dieser Mechanismus, um quasi hier eine, weil wir haben ja de facto schon fast etwas wie eine europäische Verfassung. Es fehlen halt ein paar quasi Staatssymbole etc., aber es sind ganz wesentliche Teile. Und gerade mit den jetzigen Maßnahmen, Verträgen, geht es ja noch viel mehr in die Richtung. Nur eben ganz undemokratisch und von einer kleinen Elite bestimmt. Und da wäre der Ansatz eine breite Debatte und der Versuch, hier dann auch breitere Abstimmungsmechanismen zu finden. Natürlich, de facto im Endeffekt müsste jedes Parlament in jedem einzelnen Staat quasi dann darüber abstimmen. Plus natürlich entsprechende Volksabstimmungen oder andere quasi Instrumente, um die breite Bevölkerung auch einzubeziehen. Dass es derzeit nicht danach ausschaut, ja, gebe ich zu, aber nichtsdestotrotz ist das ein wesentliches Element, gerade jetzt, wo, und wir werden das sehen in ein paar Monaten, da wird dann eine Situation kommen mit diesem neuen Vorschlag Fiskalunion und eben Bankenunion, da wird es Vertragsänderungen brauchen. Und meine Befürchtung ist, da wird dann so ein Mini-Konvent eingerichtet, der dann in einem Monat oder kürzer schon wieder vorbei ist
Und quasi dann gibt es die Vertragsänderung. Und genau das sollte verhindert werden, denn jetzt ist wirklich der Zeitpunkt, nach so vielen Maßnahmen, die da autoritär quasi eine nach der anderen verabschiedet werden, jetzt ist wirklich der Zeitpunkt zu sagen, wir müssen diese Frage, welches Europa wollen wir, grundsätzlicher angehen. Vielleicht darf ich mal zu den Steuern noch einen Satz erlauben. Eine andere Möglichkeit, dass man eben nicht den Steuersatz senkt, zum Beispiel bei der Unternehmensbesteuerung, sondern dass man zum Beispiel einfach Steuerschlupflöcher immer weiter öffnet. In Österreich das prominente Beispiel der Gruppenbesteuerung, wo einfach, oder auch im Bereich der Vermögenden, indem man eben Steueroasen immer weiter öffnet oder immer weniger kontrolliert, was für Geld dort abfließt. Oder eben auch die prominente Rolle Österreichs beim Bankgeheimnis, wo eben auch ganz klar ist, welche Gruppe profitiert davon. Absolut. Weitere Fragen? Also, genau. Ich glaube, natürlich ist diese Frage wesentlich, aber dennoch, man darf nicht unterschätzen, Europa ist ein großer Binnenmarkt. Und ein Großteil quasi des Handels passiert auch in Europa. Das heißt, die Stärkung auch der europäischen Nachfrage, das wäre ja auch ein Teil eines alternativen Weges, zu sagen, ein wesentlicher Pfeiler des Wachstums ist natürlich auch Binnenwachstum. Das ist ja schon die letzten Jahrzehnte vernachlässigt worden mit dieser Angebotsdoktrin und quasi Wettbewerbsfähigkeit stärken. Das haben wir ja nicht erst jetzt seit der Krise, nicht? Das heißt, das ist der eine Teil der Antwort, quasi Europa nach innen stärken und hier auch die Nachfrage. Der andere Teil der Antwort ist natürlich ein starkes Europa. Wir sind nicht vernachlässigbar in der Weltwirtschaft und da ist natürlich schon, ist auch ein gewichtiger Player. Es ist natürlich nicht so, dass man von heute auf morgen quasi unsere Standards nach China oder wohin exportieren wird, aber es ist doch nach wie vor so, dass Europa eine ganz wesentliche Rolle spielt und auch eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat, zum Beispiel in den Handelsrunden, also Welthandelsliberalisierung etc. in der WTO. Also das heißt, hier kann, und gerade deshalb ist auch Europa wichtig, weil ein einzelner Staat relativ wenig Gewicht hat, aber die EU hat ein sehr großes Gewicht und kann hier auch beeinflussen, die Frage der Art der internationalen Handelsverträge etc. und macht es ja derzeit auch. Also das ist übrigens ein ganz wesentlicher Teil, das war nicht Teil meines Vortrages, aber die Frage, die Art der Handelspolitik, nämlich diese Handelspolitik, die sehr stark einseitige Liberalisierungen praktisch den Handelspartnern aufoktroyiert und das, was in der WTO nicht weitergegangen ist, eben die Liberalisierungen jetzt bilateral macht. Also da passiert sehr viel, leider auch in die falsche Richtung, aber passiert sehr viel, wo die EU tatsächlich auch Gestaltungsmacht hat. Das heißt, man darf jetzt die EU nicht so interpretieren, wie es vielleicht ein bisschen sein könnte nach der Wortmeldung, so quasi als Spielball und ausgeliefert den Mächten der Globalisierung, sondern ein ganz, ganz zentraler Player nach wie vor. Ich bin laut genug, danke. Pfaffermeier, ich möchte jetzt von Ihren Ausführungen aufgreifen, Ihren Hinweis auf Wachstum und Nachfrage. Vielleicht können Sie uns das ein bisschen präzisieren, wie die Nachfrage aussehen könnte, was nachgefragt werden soll, wohin die Wachstumsentwicklung gehen soll. Ich möchte es an meiner Situation präzisieren. Ich brauche kein zweites Auto, ich brauche kein zweites Handy, ich brauche keinen Computer mehr, ich brauche Haus brauche ich auch nicht. Wohin soll man wachsen? Danke. Ja, Sie haben zuerst gesagt, dass die EU so große Macht hat. Können Sie mir zwei Beispiele sagen, wo sich das tatsächlich durchgesetzt hat? Ich sage Ihnen 10 Beispiele, wo es nicht funktioniert hat. Das ist aber Punkt 1 und ich schließe mich eigentlich meiner Vorrednerin an, die gesagt hat, wir haben eine große Gefahr, dass wir hier in einen Eurokommunismus abdriften und den sehe ich absolut. Und ich glaube,
dass das sicherlich, und das nächste ist auch diese Handelsströme. Sie kommen auch immer daher mit den Tabus, ja, international gesehen, wir brauchen Europa, ohne Europa, sonst sind wir nichts. Wissen Sie, wie groß eigentlich die Handelsströme zwischen Europa und Asien sind? Das sind circa 7%, mit Amerika haben wir 9%, von den 9% sind 8% Finanztransaktionen, auf die wir gerne verzichten könnten. Also ich weiß nicht, ob Sie da nicht einen großen Pampers aufsetzen mit dieser Zentralisierung, mit dieser großen, ob dieses große Europa wirklich das bringt. Thomas Tilk, ich möchte kurz was aufgreifen, was Sie vorher gesagt haben, und zwar, Sie haben gesagt, dass der Bundeskanzler etwas unterschrieben hat, zu dem er nicht durch das Parlament ermächtigt war, ja, in Brüssel. Und Sie haben dabei erwähnt, dass der Österreichische Gewerkschaftsbund hier quasi für den Bundeskanzler Partei ergriffen hat. Ich glaube aber nicht, dass alle 183 Abgeordneten unter der Fichtel des Österreichischen Gewerkschaftsbundes stellen. Und den zweiten Aspekt, den ich vorige Woche gehört habe, ist, dass das griechische Parlament aber nicht der Troika den Verträgen zugestimmt hat und trotzdem ist es zugekommen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich die letzte Frage ganz richtig verstanden habe. Kann man die nochmal ausführen, den zweiten Teil? Was Sie meinen, weil, ja. Ganz einfach, wenn jemand nicht legitimiert ist, etwas zu unterschreiben und sich im Nachhinein die Legitimation holt, dann wird das quasi rechtens gemacht. Nur das griechische Parlament hat diesen Weg nicht begangen und trotzdem sind die Verträge rechtens. Also wo ist jetzt das Conclusion draus? Brauche ich jetzt eine Ermächtigung, eine Unterschrift zu leisten? Ich kenne es von mir als Betriebsrat, ich kann nicht einen Beschluss vorgreifen. Oder brauche ich es nicht? Andernfalls wäre ja nur ein Staatschef hier in Österreich tragend in Brüssel. Jetzt erwischen Sie mich auf dem falschen Fuß. Ich bin keine Juristin. Ich weiß jetzt, ich frage mich jetzt, ob der Bundeskanzler für diese Unterschrift für die Zustimmung, das ist ja quasi politisch passiert, nämlich beim Europäischen Rat die Zustimmung, dass dieser Vertrag so gemacht wird und abgesegnet wird. Dafür hat er sicher keine quasi Ermächtigung des Parlaments gebraucht. Ob er jetzt quasi, bevor er dann die Unterschrift zeichnet, das weiß ich jetzt nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass es da ein Ermächtigungsgesetz gegeben hätte. Erwischen Sie mich auf dem falschen Fuß. Auf jeden Fall spielt es keine große Rolle, weil quasi die Mehrheit der Regierungsparteien, wenn es ein Ermächtigungsgesetz gegeben hätte, das durchgewunken hätte. Ja. Und auf jeden Fall aber das Wesentliche ist aber der Punkt, dass nach Unterschrift dieser völkerrechtliche Vertrag ja durch das Parlament ratifiziert wurde. Nicht? Und da haben die Regierungsparteien, wie gesagt, mit der Ausnahme der einzigen, die Oberösterreicherin, die ich genannt habe, Sonja Ablinger, alle dem zugestimmt. Also da war es, das wäre quasi die im Nachhinein Ermächtigung und das war ein glattes, übrigens mit ganz interessanten Argumenten, wie es kommt für Österreich überhaupt nichts Neues, die Schuldenbremse haben wir eh schon so, was einfach absurd ist, weil es nicht stimmt. Wenn man den Vertrag einmal durchliest, sieht man ganz genau, dass das ganz andere Dinge sind und plus EuGH, plus Strafen, plus etc. Also ja, hier war vielleicht ein Wunschdenken oder einfach zu wenig Emanzipation der einzelnen Abgeordneten, was ja insgesamt ein ziemliches Problem, nicht? Ein Problem unseres Parlamentarismus auch ist tatsächlich in der Tat, diese Clubzwang und Clubabstimmungen. Und das andere noch zu Griechenland, also ich bin noch immer nicht ganz sicher, ob ich genau verstehe, was ich meine, aber trotzdem zu Griechenland ist nur zu sagen, ich meine, was da jetzt passiert, ist eine praktisch völlige Aushebelung des Parlaments. Es ist egal, was das Parlament macht und wenn dann der Falsche, quasi wenn es das Falsche ist, dann kommt die Troika und entweder ihr geht es quasi bankrott, also diese Drohung, diese Peitsche, die dahinter ist, oder ihr macht das, was wir wollen, das sehen wir jetzt ja schon bei jeder neuen Tranche an quasi Anleihen, die Griechen oder Geld, die Griechenland braucht, ist ja immer das gleiche Spiel, das passiert. Und tatsächlich, in Griechenland wird vorexerziert, wie es völlig irrelevant ist, was eine parlamentarische Institution macht. Wir sind so quasi erst ein Stückchen auf diesem Weg, aber
gesagt, die Warnzeichen, quasi unsere, die Warnflaggen müssten eigentlich schon hoch aufgezogen werden. Dann zu dieser Frage, ja, Wachstum und Nachfrage, natürlich, Sie haben völlig recht, es ist, stimmt, es ist immer sehr schwierig, weil natürlich ist mir auch ganz wesentlich diese Wachstumskritik und es ist auch ganz wesentlich und ich habe es versucht, zumindest auf den Folien, am Schluss war ich relativ knapp dann schon, aber versucht das auch klar zu machen, es geht um quasi Investitionen auch quasi in eine Transformation der Wirtschaft. Wir könnten diese Situation, in der wir sind, und in, es ist immer so ein Zwiespalt, weil wir brauchen tatsächlich einen Motor, um aus dieser Situation rauszukommen und die Transformation geht nicht von heute auf morgen. Aber es gibt genug Investitionen, die ganz wichtig und sinnvoll sind. Investitionen in quasi einen Wandel der Wirtschaft in Richtung mehr Ökologie mit allen Facetten von der Frage quasi alternative Energieträger etc. etc. Also da gäbe es genug Möglichkeiten. Soziale Investitionen, schauen wir uns einmal an im Sozial- und Pflegebereich, da bräuchte es massivste Investitionsprogramme, sprich quasi einerseits Ausbildung, andererseits bessere Löhne, andererseits genug quasi Institutionen, Pflegeinstitutionen etc., um beispielsweise die Frauen in allen Altersschichten von diesen quasi Pflichten zu entlasten und damit mehr quasi Handlungsspielräume zu geben etc. Das heißt, summa summarum, ich bin völlig bei Ihnen, man kann nicht sagen, einfach so weiter wie bislang und quasi Nachfrage etc. und quasi nur Wirtschaftswachstum, aber es gibt genug, wo es sinnvoll ist und wichtig ist, andere Akzente zu setzen. Und das andere ist ganz simpel, es gibt halt noch sehr viele Leute, die können sich nicht das zweite Auto etc. leisten. Das heißt, ein Teil der Maßnahmen ist auch eine Umverteilung. Das heißt, nicht ein Kürzen der Löhne unten, sondern ein Aufstocken der Löhne unten. Und das bringt schon automatisch auch mehr Dynamik, weil die Leute, die halt weniger Geld haben, auch ihr ganzes Geld ausgeben. Nicht? Und da damit auch quasi mehr soziale Gerechtigkeit etc. Sie wollte was nachfragen, vielleicht ganz kurz. Sie können das sicher ergänzen, ja? In unserer Gesellschaft ein Umdenken erforderlich ist, was für uns wichtig ist. Die produktive Industrie braucht man immer so viele Produkte, aber was Sie jetzt sagen, ja, natürlich braucht man das. Und da, glaube ich, müssen wir alle umdenken. Genau, absolut. Wobei wir vielleicht auch die produktive Industrie brauchen für den Ausbau, für den öffentlichen Verkehr oder für neue Energieinfrastruktur. Da ist ja auch sozusagen, braucht ja auch eine produktive Industrie dahinter, die genau das macht. Also, und da braucht man auch Investitionen im öffentlichen Verkehr vor allen Dingen. Natürlich. Die dritte Frage haben wir alle? Dritte Frage habe ich jetzt die EU vergessen. Hat keine Macht. Die EU hat keine Macht. Die Frage vom Herrn. Ich habe schon das Beispiel in der Handelspolitik gesagt. Die andere Geschichte ist, diese Frage, die Geschichten bei der, sie macht es jetzt nicht, aber die Macht quasi könnte ergriffen werden, zum Beispiel bei den Steuern. Tatsächlich jetzt mit der Finanztransaktionssteuer voranzugehen und auch ein Modell einzuführen, das quasi die Quelle auch wichtig ist, das heißt die Frage, wo wer sitzt und dann alle Transaktionen, die zwischen quasi dem Gebiet, das die Finanztransaktionssteuer einhebt und dem Rest der Welt dann quasi die Transaktionen, die da dazwischen gehen, auch besteuern. Das kann man relativ gut erfassen, das heißt, das wäre auch so ein Bereich, wo es Macht gäbe. Wir müssen nicht so tun, als wären wir dieser Spielball. Und das Problem ist, es wird ja genug Macht ausgenützt, um zu gestalten, aber eben in die falsche Richtung. Denken wir auch zum Beispiel an ACTA. Aber da kenne ich mich, also da will ich jetzt gar nicht reingehen, weil da kenne ich mich selber zu wenig aus. Aber sprich, es gibt genug Bereiche, wo was passiert. War das eigentlich die ausreichend? Frage? Ich merke jetzt. Ich glaube, es ist auch um die Handelsströme gegangen, aber das ist jetzt schwierig ohne Statistiken.
Die sind nicht so hoch. Das war ja mein Argument von vorher. Genau. Das heißt ja auch, dass man als EU was machen kann, weil quasi der Binnenhandel auch ganz wesentlich ist. Das war ja das Argument. Also man darf nicht so tun, als wären wir ausgeliefert. Mhm. Und es ist nach wie vor, ich glaube, also diese Frage, genau, das war noch der letzte Punkt Ihrer Frage, jetzt weiß ich es wieder, dieser kommunistische Superstaat. Ich meine, ja, es ist tatsächlich so, dass, habe ich ja schon vorhin gesagt, dass wir eine sehr starke Verlagerung von vielen Politikbereichen auf die EU-Ebene haben. Und nicht bei allen Politikbereichen ist es sinnvoll. Aber beispielsweise Dinge wie die Steuerpolitik oder auch eine Koordinierung der Lohnpolitik oder auch der Sozialpolitik, das wären Dinge, wo es wichtig wäre, so quasi gewisse Elemente auf EU-Ebene zu haben, um quasi sicherzustellen, dass dieser Wettlauf nach unten nicht quasi weiterläuft. Nur wir sehen diese Situation, dass genau in diesen Bereichen derzeit diese positive Integration nicht passiert. Das ist dieses Argument, was ich schon mehrfach gebracht habe, es ist jetzt der falsche Weg. Aber das sind Dinge, ich meine, wie kann man, das ist diese Geschichte mit der Lohnpolitik, nicht? Wie kann ich verhindern, quasi in Österreich kann ich eine Lohnpolitik machen, die quasi nach unten geht, was eben Deutschland ganz stark gemacht hat und Österreich zum Teil auch, so quasi Löhne eher tendenziell nicht zu hoch steigen lassen, um eben quasi Wettbewerbsfähigkeit zu fördern. Was passiert? Das verstärkt eklatant die Ungleichgewichte in Europa. Das heißt, die anderen Staaten, die eine vernünftige Lohnpolitik haben, nämlich maßvolle Lohnabschlüsse, ohnehin nicht über der Produktivität etc., die zahlen drauf, weil damit eben diese Ungleichgewichte, quasi die relative Wettbewerbsfähigkeit verloren geht gegenüber Deutschland in dem Fall, die dann quasi kostengünstiger mit Lohndumping quasi die Exportweltmeister sind. Und das ist der völlig falsche Weg. Denn das kann für die gesamte EU kann's nicht gut gehen. Das kann Deutschland machen, solange es die anderen nicht machen. Wenn es alle machen, dann geht es quasi noch rascher den Bach runter. Und genau hier könnte man sagen, wenn wir diese, ich habe es schon erwähnt, goldene Lohnregel haben, es müssen alle Staaten quasi durchschnittliche Produktivitätszuwächse auch in Lohnzuwächse quasi umwandeln, dann würden alle innerhalb der EU gewinnen. Das ist so ein für mich ganz wesentliches Beispiel und das können wir auf anderen Bereichen, Steuerpolitik habe ich auch gesagt, da ist es ganz wesentlich. Und das ist jetzt kein kommunistischer Superstaat, sondern die Frage, wo ist es sinnvoll zu koordinieren in einem Wirtschaftsraum? Superstaat, weil Sie gehen davon aus, dass zwischen Griechenland und Österreich keine Unterschiede bestehen. Zwischen Griechenland und Österreich bestehen eklatante ökonomische Unterschiede und ja, die werden immer bestehen und zwischen und. Und das, ich frage jetzt einmal ganz kurz, ob es noch andere Fragen gibt, damit wir die zuerst stellen und dann können wir das immer noch ausdiskutieren, wenn das in Ordnung ist. Gibt es noch andere Fragen davon? Ich wollte Sie nicht unterbrechen, aber wir nehmen zuerst die anderen und dann diskutieren wir das noch aus. Herr Reisenberger, mein Name. Ich lese da noch Mobilisierung für ein anderes Europa. Ich glaube, wir sind nicht damit zusammengekommen auch und sollten darüber reden, was können wir tun, damit sich was ändert. Weil wenn wir nur alleine jeder was tun, wird sich nichts ändern. Also sollte man irgendwer was in die Hand nehmen, sollte man die verschiedensten Vereinigungen bündeln und dann gemeinsam auftreten. Und man muss aber auch mal die Medien bearbeiten, weil es wird ja nichts berichtet von dem. Aber wirklich nichts, vielleicht der Standard, aber dann ist es aus. Gibt es noch weitere Fragen? Dann beantworten wir die und dann gehen wir in die andere Diskussion. Gut. Es ist ganz wesentlich, noch einmal das, eben diese Mobilisierung oder dieses gemeinsame Aktivwerden, und es gibt ja schon einiges. Ich möchte jetzt auch nur nennen, zum Beispiel Wege aus der Krise. Das ist eine Allianz zwischen zivilgesellschaftlichen Organisationen mit Gewerkschaften, die schon seit Jahren jetzt daran arbeiten, eben auch in Österreich quasi Bewusstsein und kritische Öffentlichkeit zu schaffen und beispielsweise schon seit mehreren Jahren auch ein alternatives Budget präsentieren. Heuer wird am 6. Oktober gerade in Wien was gemacht, oder die auch bei dieser Frage quasi
die hier unser Europa neu begründen, aktiv war. Das heißt, hier gibt es Aktivitäten und gerade in Oberösterreich möchte ich wirklich einladen, auch anzuschauen, was ATTAC tut. Das ist nämlich in den verschiedensten Allianzen auch drinnen und da passiert einiges. Und gerade jetzt sind wir auch dabei zu schauen, wie weit man eben gerade diesen Prozess ein anderes Europa auch denken und gestalten, nämlich die Ideen auch zusammenbringen, steuern oder wie weit wir diesen Prozess einleiten können und auch quasi mit in anderen europäischen Ländern voranbringen können. Also da passiert einiges und es ist eben ganz wichtig, das auch weiterzutragen. Ein Riesenproblem sind tatsächlich die Medien, die das oft sehr, sehr marginal aufgreifen. Jetzt komme ich doch noch einmal zu diesen Unterschieden, es soll wirklich kein Dialog werden, aber mein Argument ist, dass genau weil es diese wirtschaftlichen Unterschiede in Europa gibt, genau deshalb brauchen wir mehr Integration bei Dingen wie bei der Lohnpolitik oder bei der Sozialpolitik. Wir haben nämlich eine Situation, dass die derzeitige Wirtschafts- und Währungsunion so kreiert ist, dass genau diese unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten nicht mehr da sind, zum Beispiel Währungspolitik. In der Eurozone ist es nicht möglich, quasi die Währung zum Beispiel abzuwerten. Das war generell ein Instrument, ein wichtiges Instrument für Länder, um eben mangelnde Wettbewerbsfähigkeit auszugleichen. Weil wenn man abwertet, dann sind quasi die Produkte im Ausland billiger. Das ist durch die Währungsunion nicht mehr möglich. Und die ganze Last der Anpassung ist praktisch auf die Lohnpolitik gegangen im Sinne von, wie ich vorher gesagt habe, runterzunehmen. Und dieses Problem eben in einer uneinheitlichen Zone wie Europa gibt es da zu wenig Flexibilität. Das eine ist eben, dieser Vorschlag quasi Lohnregel zu machen, heißt ja auch nicht, dass jedes Land um gleich viel quasi ein europäischer Durchschnitt der Produktivität, sondern je nach wirtschaftlicher Entwicklung in den einzelnen Ländern. Ich würde noch weitergehen und auch sagen, es bräuchte genau dort Integration, wo sie derzeit nicht da ist, zum Beispiel bei gewissen grundlegenden sozialen Absicherungen. Zum Beispiel, wenn wir eine europäische Arbeitslosenversicherung hätten, dann würde das heißen, dass in Ländern, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind und dort eine große Arbeitslosigkeit haben, in die Länder würden quasi Transfers fließen, indem eben die Leute dort Arbeitslosengeld beziehen. Das wäre sehr positiv und wichtig, um eben, weil damit dann eben abgefedert wird der Wirtschaftsabschwung. Und quasi damit hätte man so ein Grundsystem einer Transferunion ist jetzt zu weit gegriffen, aber eines Ausgleichs. Und genau diese Ausgleichsmechanismen, die wären ganz, ganz zentral in dieser Art der Wirtschafts- und Währungsunion. Sind derzeit nicht beabsichtigt, das ist der Punkt. Wir haben eine negative Integration in dem Sinne, dass sie in einzelnen Bereichen passiert, aber nicht in denen, wo es ganz wesentlich wirtschaftlich sinnvoll wäre. Das waren auch meine Alternativen. Ja, das ist das, was ich... Ja, wir haben die Aussage, ich habe es am Beginn gebracht, der Sozialstaat hat ausgedient. Mario Draghi ganz wesentlich jetzt in der Krise, übrigens möchte ich noch sagen, die Zentralbank hat eine ganz große Rolle, ist auch Teil der Troika, also die den Griechen etc., die Austeritätsprogramme diktieren. Mario Draghi kommt aus der Finanzindustrie. Er war bei Standard & Poor's an leitender Stelle in London tätig. Das heißt, bei Goldman & Sachs europäischer quasi Manager. Das heißt, hier geht es tatsächlich um die Elitenpolitik, die derzeit passiert, die bestimmte Interessen bedient und nicht im Sinne der europäischen Integration und dem Wohl der Bürger und Bürgerinnen ist. Das ist genau ein wesentlicher Punkt, gut zusammengefasst. Wir haben noch ganz kurz zwei Fragen, die ich noch gesehen habe, der Herr da drüben und wollen Sie das nochmal ausführen? Wenn jetzt Leistungen sozial umverteilt werden in schwache Länder, dass dann die starken Länder wahrscheinlich einen Steuerdruck dadurch erfahren, dass die mehr Abkommen leisten müssen. Das ist ja eine Umverteilung. Okay. Darf ich da drüben?
doch, jetzt geht's. Ich will eigentlich keine Frage stellen, sondern zu dieser Diskussion bezüglich Superkommunismus was sagen. Ist das zu bald? Sagen Sie es ruhig. Ich glaube, dass man da ein bisschen mit den Begriffen aufpassen muss. Wollen Sie den Begriff Kommunismus synonym setzen für ein undemokratisches Regime, dann kann ich den Inhalt verstehen. Aber Kommunismus ist doch gekennzeichnet dadurch, dass das Eigentum an Produktionsmitteln nicht in private Hände gelegt wird. Und das ist ja in Europa gerade das Gegenteil. Das heißt, wir haben nicht einen Superkommunismus, sondern einen Turbokapitalismus, der sich noch verbindet, im Gegensatz zu vielen anderen kapitalistischen Ländern, mit einer Einschränkung demokratischer Rechte, die nicht automatisch damit verbunden ist, aber die in dieser Form, wie sie Europa jetzt entwickelt, sich zu entwickeln scheint und wo sozusagen der Parlamentarismus und die herkömmlichen Formen demokratischer Spielregeln ausgehöhlt werden. Aber das wird deswegen kein Kommunismus. Dankeschön. Ganz kurz zu dieser Frage, mehr Abgaben, mehr Umverteilung. Ja, aber ein wesentlicher Punkt ist, es geht hier nicht um die Umverteilung zwischen Ländern, sondern es geht im Wesentlichen, und das wird völlig ausgeblendet, um die Umverteilung zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, sagen wir mal zwischen Arm und Reich oder zwischen quasi wohlhabenderen und anderen Schichten. Denn die Frage wäre ja, wenn man eben sagt, man so dieser Vorschlag eines europäischen Mindestarbeitslosenversicherungssystems, die Frage wäre ja, wo kommen die Einnahmen her? Es muss ja nicht sein, dass die Einnahmen jetzt von den Lohnabgaben kommen. Es gibt ja viele, viele andere Möglichkeiten der Besteuerung, sei es aus Vermögen, sei es aus Produktivitätsgewinnen etc. etc. Also ja, ich glaube, das ist das wesentliche Thema in Europa, diese Umverteilung tatsächlich auch anzugehen. Ich habe es ja auch am Anfang gesagt, eine wesentliche Krise, also Ursache der Krise, ist ja dieses eklatante Auseinanderklaffen der Verteilung zwischen Arm und Reich mit all den. Das ist immer ein Argument, das sehr schnell kommt, was man aber empirisch ja, erst nachvollziehen muss. Und in dem, also gerade bei der Finanz, es war ja auch bei der Bankenabgabe, nicht? Das Grundargument ist. Es, ja, ich kenne jetzt noch keine Studie, ob es tatsächlich weitergereicht ist. Ich würde ja mal bezweifeln, dass es. Also gerade bei der Finanztransaktionssteuer wahrscheinlich noch weniger, weil da geht es ja um andere. Das ist. Die Frage dieser Hochfrequenzhandel etc. ist halt der Gewinn dann ein bisschen geringer. Nicht? Also ich sage nur, in Österreich haben nur 6% aller Menschen Aktien. Also es wären dann auch nur 6% der Bevölkerung, die betroffen sind. Abgesehen davon, dass es da nicht um die Aktien geht, sondern aber. Gut. Ich glaube, wir haben alle Fragen beantwortet und die restlichen, die jetzt vielleicht noch aufgedacht sind, können wir jetzt nur ganz kurz draußen in zwei Gespräche. Natürlich. Ich war letzte Woche beim Vortrag da und heute auch wieder und ich war letztens bei einem Film in der Arbeiterkammer. Und ein Tag ist nirgends präsent. Also ich denke mir, ich komme selber aus dieser Arbeit. Ich habe über 20, 30 Jahre in der entwicklungspolitischen Arbeit habe gearbeitet. Ich meine, ich habe geschaut, dass wir möglichst viel wo präsent sind und wann wenigstens Material aufliegt. Oder Unterschriftenlisten oder Listen, wo man sich eintragen kann. Ich denke mir, wenn man die mindesten Sachen von einer Vernetzung nicht in Anspruch nimmt, dann kann nichts stand kommen. Bei dem Film, der letztens in der Arbeiterkammer war, ist man nämlich unter anderem, dass er mich tief deprimiert hat am Schluss, hängen blieb. Die großen Demonstrationen damals in Seattle, da sind sie alle unruhig geworden. Und ich denke mir, wenn wir da schlafen und schlafen und schlafen und diskutieren und Punkten einen Schluss machen, kann nichts entstehen. Aber auch da kann sie wirklich ein bisschen auch was zu Ding nehmen, das sagen, sie legen wenigstens ein Material auf und eine Liste. Das ist ja das Mindeste. Danke.
Gut, das war jetzt nicht unbedingt das Schlusswort, das wir uns vielleicht für heute gewünscht hätten. Aber wir nehmen es jetzt einmal so hin. Ja. Bedanken uns ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Und die Elisabeth Glatzer ist noch für kurze Zeit da. Die muss dann den Zug erwischen. Das heißt, einzelne Fragen kann man jetzt auch noch direkt stellen für die nächste Viertelstunde. Dankeschön. Danke.